So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Mein Test. Vanilla Server. Aber auf dem Raspberry Pi. So, genau, wir müssen jetzt erstmal hier. Wir gehen erstmal hier zum Spawn zurück. So, Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, wir müssen jetzt hier mal kurz beenden. Haben wir jetzt eigentlich In-Game Sound? Ich schiebe das Ding mal ein bisschen so, dass wir es ein bisschen besser sehen. So, Aufnahme starten. Weiter. So, wenn ich jetzt hier laufe. Ja, wir haben Desktop-Audio. Wie krass ist das denn? Und, achso, was wir jetzt natürlich nicht sehen, ist unsere eigene Kamera. Das heißt, ich muss mal ganz kurz hier meine Kamera deaktivieren. Und die deaktivieren. Beziehungsweise meine kann ich jetzt so lassen. Denn jetzt sehen wir meine Kamera hier im Video selbst. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. So. Weiter. Gut, da können wir jetzt versuchen, actually im Spiel zu spielen. Und das Spiel ist tatsächlich, klar, niedrige FPS, aber es ist so, würde ich sagen, spielbar. Ob wir so auch gegen Zombies gewinnen würden, I don't know. Aber wir haben zumindest eine gute Auflösung. Ne, 720p ist ja zumindest schon mal HD. Und vor allen Dingen haben wir halt unser Bild plus Kamera. Und sogar Desktop-Audio. So. Gut, wobei das Audio können wir später gar nicht anhören, weil ich habe aktuell kein Audio Capturing von dem Gerät. Ich meine, ich könnte meine Boxen anschließen, aber ich weiß nicht, ob das nicht irgendwelche anderen Probleme hervorruft. Von daher lassen wir es einfach mal. So, erstmal Punkt Nummer Uno, Holz. Man braucht immer Holz. Achso, wir haben eine Axt dabei. Kenne ich schon meinen eigenen Server nicht mehr hier. Amana Coin. So, dann bauen wir mal hier ein paar Bäume. Gibt es hier ein paar, die alleine stehen? Oh, was ist das denn? Na gut, hier sieht eher scheiße aus, also einfach mal die Bäume abhauen. So, erster Tag im Wald. Woher weiß der das? Digga, ich schwöre, wir werden getrackt. Ab und zu tauchen noch so ein paar Grafikglitches auf, ne? Dass da irgendwelche Farben über den Bildschirm flashen oder so. Oh. Apropos Grafikfehler. Und es wird natürlich dunkel. Natürlich wird es dunkel, wenn wir hier gerade spielen wollen. Man kennt's. Mein Test, wie es leibt und bleibt. Ja, aber mit der Aufnahme scheint echt gut zu funktionieren. Was mich natürlich wundert, ist, ob und warum, also ob wir überhaupt Mikrofon-Sound haben. Weil wenn ich so rede, wir haben hier unten keinen Mikrofonausschlag, ne? Normalerweise müsste ich ja jetzt hier, also die Kamera hat ein Mikrofon eingebaut, so. Können wir mal gucken, ob wir hier bei den Optionen irgendwas finden. Gerät default und wir brauchen analog USB Stereo. Aha, schon hören wir uns. Ja, jetzt sieht das Ding immer dann aus, wenn wir reden. Okay, das heißt, jetzt passt auch Audio. Jetzt ist natürlich noch die Frage, warum das Spiel selber so unglaublich leise ist. Das kann aber hieran liegen. Wenn ich jetzt das hier höher drehe, dann kann es auch sein, dass das Spiel jetzt wesentlich lauter ist. Ja, okay, jetzt passt das Audio. Das heißt, das ist, na, weil es halt kein Puls-Audio ist, sondern hier ist es noch ALSA. Und da regelst du mit der Systemlautstärke auch die Aufnahmelautstärke, weil du quasi das Signal am Ende der Pipeline abgreifst und nicht am Anfang der Pipeline. Ne, bei Puls Audio, wenn du dort ein Programm hast, geht das Programm halt Ton aus und diese Tonausgabe läuft dann durch die Verarbeitungspipeline. Und wenn aber ein anderes Programm von dem Programm den Ton abgreift, dann greift es das an der Schnittstelle zwischen dem Programm und der Puls Audio Pipeline ab. Das heißt, der greift den Ton so ab, wie das Programm selber kommt. Also immer auf volle Lautstärke, weil das Lautstärkeregeln auch Teil der Puls-Audio-Pipeline ist. Bei ALSA ist es aber genau anders. Da hast du ja erst das Programm, dann kommt die ALSA-Pipeline und dann geht es halt an die Hardware.
Beziehungsweise die ALSA-Pipeline ist ja Teil der Hardware, also greift auf die Hardware drauf zu direkt. Und wenn du von ALSA capturest, wird aber das Signal am Ende der Pipeline abgegriffen. Und dementsprechend beeinflusst dort halt auch Lautstärkeregelung die Aufnahmelautstärke dann in dem Moment. Das ist natürlich etwas, was auch bei mir früher Probleme gemacht hat, weswegen ich immer meine Systemlautstärke auf volles Maximum haben musste und dann an meinen Kopfhörern oder an den Lautsprechern die Lautstärke einstellen musste. Es ist jetzt echt scheiße duster hier. Fackel. So, und man darf nicht vergessen, auf meinen Servern gibt es nachts Monster. Da bin ich mal gespannt, wie das... Alter. Ich war gerade hier so gedreht und dachte, dass das Ding, was man hier gerade sieht, dieser Baumstamm, den man da ist, dass das ein Baummonster ist. Dass wir halt direkt von einem Baummonster angegriffen werden. Ah! Zum Glück nicht. So, sollte da genug Holz haben erstmal. Ich weiß gar nicht, was wir mit dem Holz machen wollen. Dachte mir nur so, YOLO, Holz kann man immer gebrauchen. Aber unsere Holzspitzhacke ist mittlerweile, unsere Holzaxt ist mittlerweile halb aufgebraucht. Das heißt, das reicht erstmal an Holz. Dann haben wir später den Fall, dass wir später nochmal Holz brauchen, auch nochmal Holz über. Tja, eine Frage, die ich mir gerade stelle. Was würde jetzt passieren? Okay, das muss ich gleich mal probieren. Das muss ich actually echt mal probieren. Warte mal kurz. Wenn ich das in OBS... Nee, machen wir nicht über OBS, sondern über den Raspberry. Wenn ich jetzt mal die Bildschirmposition für den i2 out of space lege. Also so wie es immer ist, wenn die Grafikkarte zurückgesetzt wird, ne? Genau, da hast du immer das Bild. Aber wenn ich jetzt das Fenster actually da reinschiebe, ob ich dann eine etwas bessere Performance habe. So, jetzt ist das Fenster quasi auf dem zweiten Bildschirm. Wir sehen es also gar nicht mehr. Das heißt, wir spielen jetzt über OBS. Obwohl, da haben wir jetzt aber ganz schön Input-Lag, ne? Dadurch, dass es ja jetzt nicht mehr mit Software abgegriffen wird, sondern über die HDMI-Schleife, haben wir jetzt natürlich extremes Input-Delay. Das heißt, das wird jetzt dadurch alleine schon unspielbar, ne? Oh, und es ist Monster da. Oh mein Gott, ich sehe nichts mehr. Oh mein Gott, wir werden sterben. Verdammt, wo ist das Monster? Okay, das war's dann damit. Gut, hätten wir es auch geklärt. Weil ja, das ist halt, ne, so ist es definitiv unspielbar. Und natürlich musste genau dann natürlich Monster kommen, man kennt's. Ja. Und die Performance wird dadurch auch nicht unbedingt schneller. Wo bin ich jetzt überhaupt? Ach da. Stimmt ja, meine Maus war gerade auf dem anderen Bildschirm. Naja, es war ein Versuch. Der Versuch ist grandios gescheitert. So, dann also doch lieber die klassische Art. So. So. Irgendwie so, I don't know. And I really don't care. So, wo sind wir lang gelaufen? Sind wir die Richtung gelaufen? Kann sich mal bitte Tag werden? Holy shit, Alter. Das Spiel ist halt hart gegen uns. Und wir haben allen Stuff verloren, natürlich, klar. Ist ja ein fucking Survival-Server. Und ich habe keine Ahnung, welche Richtung wir unterwegs waren. Aber ich glaube, wir waren hier unterwegs. Ja, das kommt mir alles bekannt vor. Da müsste hinten wohl Licht sein, ne? Nee, das ist nicht von uns. Wo waren wir denn unterwegs, ey? Weißt du was, wir klauen aber auf jeden Fall erstmal hier eine Fackel, damit wir ein bisschen Licht haben. Hä? Also bis gerade eben kannte ich die ganze Gegend noch, aber hier ist jetzt, es muss halt natürlich auch so scheiß dunkel sein, ne? Wo sind wir denn für lang gelaufen? Also wir waren auf jeden Fall hier. Aber viel weiter kann ich mich auch nicht erinnern.
Und hier ist eine Höhle rein. Warum ist jetzt die Bühne gerade schon wieder so ausgelastet, sag mal? Einfach weil wir gerade so schnell laufen. Ja, ich habe keine Ahnung, wo wir vorhin waren. Na, super. Hat er wieder perfekt hingehauen. Jetzt haben wir gar keinen Stuff und müssen so in der Dunkelheit überleben. Versuchen wir noch mal den Weg zu rekonstruieren. Ne, hier waren wir auf jeden Fall nicht. Das heißt, das war wirklich der Weg, wo wir auch vorhin waren. Okay. Ja, aber mit dem Audio scheint echt alles zu klappen, ne? Mikrofon-Sound ist da und Spiel-Sound ist da. Ich meine, wie gesagt, überprüfen ist schwer, weil dazu müsste man irgendwie die Ton erstmal abgreifen. Ich meine, gut, ich könnte auch die Datei auf dem USB-Stick kopieren und auch den vom USB-Stick aus abspielen. Also auf meinem Hauptrechner per USB abspielen. Aber weiß ich jetzt nicht. Tja, also hier waren wir auf jeden Fall. Die Frage ist, von hier aus, in welche Richtung sind wir weitergelaufen? Das weiß ich halt nicht. Und irgendwo eine Fackel leuchten tut auch nicht. Ah, so weit sind wir doch gar nicht gelaufen, oder? Da hinten ist Licht. Könnte das das sein? Das sieht actually gut aus. War das hier ja, ne? Die Frage ist nur, wo ist jetzt das Monster? Okay. Aber wir müssen jetzt warten, bis wieder Tag wird, weil hier so nachts sieht man halt einen Scheiß. Dann klauen wir so ein bisschen Holz hier. Und da müssen wir mal gucken, dass wir mit dem Holz irgendwie erstmal ein provisorischen Holzschwert bauen. Damit, wenn wir mal wieder Monsterkontakt haben, diesen auch mal überleben. Ah, da ist das! Ah, komm her, du Monster! Ist es despawned? Scheint so, ne? Gut, dann gehen wir jetzt auf jeden Fall erstmal zum Spawn und laufen irgendwo lang, wo wir Licht haben, actually. Was gibt's denn hier so? Hier gibt's auch ein paar Fackeln, ein bisschen Eisen. Wie kann man die nochmal bedienen? Boah, da draußen schneit's gerade richtig. Also, mal kurz. Was ich jetzt mache, ist dumm. Was? Achso, ja, nevermind. Alles richtig. Keine Ahnung, ob man es sieht. Man sieht genau gar nichts.
Oh doch, man sieht ein bisschen, dass es schneit. Aber die Kamera ist so overexposed, wo es draußen überall weiß ist, dass die Kamera absolut kein weißer Blech findet. So. Hallo? Scharf stellen? Naja, mehr oder weniger scharf. So, boah, Alter, draußen richtig Schneesturm gerade. Holy shit. So, okay, wir sind hier. Wir sind laut, weil ihr uns den Schneemann klaut. Was? Fackel. Wir müssen also mal irgendwo gucken, dass wir hier irgendwo mal in die Gegend laufen, wo es einigermaßen übersichtlich ist. Und wo es aber nicht protected ist, damit wir uns da mal niederlassen können. Oh ja, ja, also definitiv zu viele Details im Video. Also mit den ganzen Texturen, selbst obwohl dieses Anti-Aliasing schon aktiv ist, also hier dieses Filtering, meine ich doch, es ist trotzdem noch so viele Kanten, dass das Video einfach zu krass wird. Sobald ich mich schnell bewege, explodiert halt die CPU-Auslastung. Na, wenn man so ein bisschen still ist und so ein bisschen nur hier ein bisschen da ein bisschen was macht, dann geht's einigermaßen. Aber wenn halt, halt so kontinuierlich läuft und die ganze Zeit läuft und läuft, dann explodiert halt die CPU. Da müsste man dann wirklich gucken, wenn man das wirklich produktiv machen möchte, ob das dann nicht doch ratsam wäre, eher den Prozess ein bisschen zu übertakten. Weil so ist halt, gelinde gesagt, schwierig. So, wenigstens können wir hier drin relativ gut Monster sehen. So, was haben wir denn eigentlich alles dabei? Ah ja, unsere Knochen haben wir dabei. Können wir direkt mal Knochenbrust machen. Sehr geil. Dankeschön. Wir haben sogar ein paar Äpfel dabei, das ist auch nicht schlecht. Die packen wir mal dahin. Dann essen wir die mal. Hallo? Ach doch. Okay. So, sollte reichen. Diese Ansicht hier irritiert mich gerade total. Minimal. So ungefähr. So. Oder besser, warte kurz. Minimal ist blöd. Aber man kann doch die Vorschau deaktivieren. So. Weil er sich nämlich immer noch die ganzen Statuswerte. Ob das Video zum Beispiel überhaupt noch läuft. Und vor allen Dingen, dadurch, dass die Vorschau deaktiviert ist, sparen wir sogar noch ein bisschen Rechenleistung. Ob das so einen großen Unterschied macht, weiß ich nicht. Weil das ganze Compost-Setting und so muss er trotzdem machen, weil er muss ja das Video erstellen. Ich meine, wenn wir jetzt hier schnell laufen, ist wahrscheinlich die CPU trotzdem tot. Ja, ja. Schon fängt es an, drastisch zu stockern. Und wir jetzt wieder auf 4, auf 7 FPS. Und es geht wieder auf 7 FPS runter. Ja. Naja. Die Vorschau bringt also nicht so viele Vorteile. Aber wieder weniger die Irritierung. So. Achso, jetzt sehen wir natürlich auch die Ingame-Kamera nicht mehr, ne? Ja. Das ist natürlich unsatisfying. Wird es gerade wieder hell? Ah ne, sah nur so aus. Wie spät ist es gerade? Boah, 0:46, dauert ja noch eine Weile, bis es hell wird. Ha, ich würde gerne erstmal irgendwie so einen Spot haben. Wo man, hier ist halt überall Wald, das heißt, man ist halt in der Nacht echt aufgeschmissen. Wir versuchen einfach mal die Beine in die Hand zu nehmen und einfach mal ein bisschen hier zu laufen. Und hoffen mal, dass wir irgendwann mal ein bisschen auf flacheres Gebiet kommen. Oh ja, ja. Ja, bewegen ist hier wirklich echt schwer. Wie gesagt, ist natürlich hier auch ein Nachteil, dass wir hier mitten in den ganzen Bäumen spawnen. Bäume ist ja sowieso immer der inperformanteste Bereich überhaupt.
Weil wenn wir wieder auf so einer großen ebenen Fläche wären, dann wäre es vielleicht sogar wieder ein bisschen besser. Aber so ist das natürlich Katastrophe. So, hinten, hier sind, alle, wollte gerade sagen, hinten sind die Bäume vorbei, aber ne, da kommt schon direkt die nächsten. Ich bin ja echt mal gespannt, wie das Video wird. Was wir da gerade aufnehmen. Mal gucken, vielleicht werde ich sogar das Video, was wir jetzt hier gerade in-game, also im OBS aufnehmen, sogar so mal hochladen. Einfach mal just for fun. Vielleicht war noch ein bisschen hochskaliert als 4K. Gut, erstmal gucken, wie die Qualität von dem Video überhaupt wird. Weil ich glaube mal, wenn man das bei YouTube hochlädt, dann, also in 720p vor allen Dingen hochlädt, dann kommt halt bei YouTube halt so gar nichts mehr an. So, hier haben wir schon mal ein bisschen weniger Bäume. Aber natürlich relativ hohe Klippen. Ist natürlich zum Bauen auch jetzt nicht so prädestiniert. Hätte gerne schon ein bisschen mehr Landschaft. So, die bauen wir mal direkt hier ab. Ich will direkt hier ab, hier ein bisschen Gras mitnehmen. Ich wollte Gras mitnehmen, keine Erde. Erde kann auch nicht schaden. So. Wir gehen mal hier ein bisschen bergab. Und hoffen mal, dass wir irgendwann mal ein bisschen so in Strandregion kommen. Das wäre nämlich actually ganz geil. Damn, Daniel. Damn, Daniel. Was hier? Sie wollen zu Zoras Reich immer geradeaus. Nee, will ich nicht. Also nach links abbiegen. Tschüss. Oh, wie sah mein Schatz zerklüfft aus? Das ist nicht gut. Scheiß jemand an. Das ist ja echt unsatisfying. Und hier ist überall Wasser. Aber weiter unten. Okay, da ist aber bereits ein Haus. Das von den Typen wahrscheinlich gerade. Ja, und hier ist natürlich überall Zuckersand und Klippen. Also für Hausbau eine echt scheiß Situation. Habt ihr gerade irgendwo Kohle gesehen? Ach da. Das war's schon. Scheinbar. Lol. Naja, immerhin zweimal Kohle besser als gar keine Kohle. Vielleicht haben wir hier noch ein bisschen mehr Kohle. Siehst du, dann kann ich ja mal ein React-Video machen. React auf mich selbst. Oh, da sind wir gestorben. Hoch mit dir, hoch mit dir. Doink. Tja, Parcours mit so Setting ist natürlich echt schwierig. Habe ich jetzt aufgenommen? Nee. Hallo? Ah, ich bin hier mit der Erde. Wieso kann ich da nicht zugreifen drauf? Hä? Normalerweise kann man dort auch mit Leerzeichen raufklicken und dann sich das Inventar ansehen. Wieso knistert denn gerade nicht? Sehr suspekt, das Ganze. So, Schießpulver. Na, brauchen wir nicht. Das Ding, ja, weiß ich nicht. Pff, besser als gar nichts, würde ich mal sagen. Und sonst sind bloß Knochen. Ansonsten haben wir nichts dazu bekommen. Sad life. Aber zumindest nochmal 8-mal Bohmiel. Also, noch 4-mal. Jetzt haben wir insgesamt 8-mal. So. Die Sterne flackern. Oh, Kohle. Kohle. Ach, immer dieses Licht hier. Ey. Dick. Auch wieder nur einmal? Ernsthaft?
Gut, ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir bauen uns mal ein Boot aus Holz. Da. Aber jetzt was. Das Buch, ganz ehrlich, weg damit. So, ja, oh, eine fliegende Insel. Ein paar mehr fliegende Inseln. Das sieht nicht gut aus. Das sieht actually schlecht aus. Oh, und die Framerate bricht gerade komplett zusammen. Holy shit, was ist denn hier los? Alter, das waren ja gerade 4 Bilder pro Sekunde oder so. Was ist denn hier los? Ah, jetzt geht's wieder. Was war das denn gerade? Ah, Mann, Nackholm, ey. Ja, hier ist ja auch schon wieder scheiße. Ach, verkackte Kacke. Aber sieht zumindest aus, wie als wenn es begehbar wäre. Das heißt, wir gehen jetzt zumindest mal wieder an Land. Und versuchen hier über den Berg drüber zu kommen. Er sollte doch zumindest irgendwie aus der Region rauskommen. Wie weit ist doch noch eine andere Frage. Aber zumindest erstmal verdammt, verdammt, nee. Ach, scheiß jemand an. Ach, verdammt, scheiß jemand an. Mit 10 FPS hier zu steuern ist schon echt ganz schön Katastrophe. Hey, wird nichts. Kann ich komplett vergessen. Gut, dann muss das Land hier weg. Parcours-Skills. Bei 10 FPS ist halt minus 3. So, I don't know. Alter. So. Und jetzt drin. Wegen weil kein Bock mehr. Get me out of here. Oh, schon wieder in der Wand. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das hier für eine Gegend am Manakholm? Alter, was ist das denn? Kannst du bitte wieder Tag werden, damit man actually was sieht? Warum ist hier ein Loch? Die haben alle ein Loch im Kopf. Cool. Kann man einfach durch den Berg durchgehen. Interessant. So. Wie viel ist es denn mittlerweile? Ah, wird ja bald hell. Gut. Ich würde mal sagen. Dann, war's das für diese Folge. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge dann wieder. Oh, ich glaube, es fängt sogar gerade an, ein bisschen heller zu werden. Ja. Gut, dann, schönen Ende und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Hallo Kamera 1, hallo Kamera 2, hallo, 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 hallo. Beziehungsweise bis dann. So, ciao.